Ihr seht einen Tengu, einen Rabenmenschen, in gebeugter Haltung, ungefähr einen Meter groß, 1,20 Meter. Er trägt einen Stock, einen Wanderstock, ist in grün-schwarzen Gewändern gehüllt, hat einen Rucksack auf dem Rücken und ja, mehr gibt es eigentlich zu der Gestalt nicht zu sagen, außer dass die schwarzen Federn von grauen und weißen Federn gemischt sind. Also er ist nicht so ein komplett schwarzer Tengu, wie man erkennt, er hat auch grau-weiße Akzente. Ja. Dex. Ja, wachsende humanoide Gestalt. Fast an die 2 Meter großer Schlange, worauf sich halt schließen lässt. Das ist könnte ein Elf sein. Zumindest will der Körperbau dafür sprechen. Trägt eine leichte Stoßwaffe an der Hüfte. Der Leute, die von sowas ein bisschen Ahnung haben, können es als einen Rapier identifizieren. Für die Reise entsprechend Rucksack auf dem Rücken, einen dunklen Umhang über einer dunkel gefärbten beschlagenen Lederrüstung und ja, auch das Gesicht ist völlig verhüllt. Er trägt einen Schleier, sodass man nicht erkennt, was sein Gesichtszug ist. Selbst seine Augen liegen hinter dem Schleier so im Schatten, dass man dort nichts erkennen kann. Mhm. Tja. Ich bin ein Halbelf und ich bin tatsächlich dunkelbraun, hautfarbentechnisch, wenn man das so sagen darf. Und habe auch dementsprechend dunkle Haare, allerdings sehr helle, gelblich-bernsteinfarbene Augen. Und habe ein relativ gerades Auftreten, damit man nichts Dummes von mir denkt und ein bisschen respektiert werde. Was hat man jetzt nicht gehört? Ich habe ein gerades Auftreten, damit ich halt respektiert werde. Mhm. Und soll man jetzt auch noch irgendwas zum Charakterlich sagen? Nee, das ist nur, wie du aussiehst. Okay. Das ist ja das, was alle anderen auch sehen. Das kriegen wir dann mit. Genau. Alex. Wie sieht denn Alex aus? Jan? Nice. Wie siehst du aus? Alex ist ein menschlicher Cleric. Ich muss nur kurz durch mein eigenes Inventar gehen, weil ich habe den Char nicht selber erstellt. Wie schon auf dem Bild zu sehen, also der Cleric hat das Priestergewand, wie man es so kennt. Unter dem Gewand deckt da aber eine doch harte Rüstung. Alex will einfach die Welt mit Liebe überschütten, ja, und auch dementsprechend seiner eigenen Gottheit Ehre machen. Make love, not war. Okay. Hippies. Gott. Schön mit dem Schild und Morgenstern Liebe verbreiten. Rainer, wie sieht denn... Dabei ab, heißt es ja nicht. Wie sieht denn der Rainer aus? Vor euch baut sich 90 cm purer Elan auf. Diesen Elan erkennt ihr einfach an diesem übermäßig großen Sombrero, in dem man sein Gesicht nicht so ganz erkennen kann, aber was man immer von seinem Gesicht erkennen kann, ist dieses Leuchten und Lächeln in seinem Gesicht. Ja, er trägt ein Crossbow und ein Seil bei sich, um immer für seine Abenteuer gewidmet zu sein. Und auf dem Rücken hat er natürlich seinen absoluten Vorratsschrank an Abenteuerausrüstung. Oh
Vergiss nicht das wichtigste Merkmal in deinem Sombrero. Nö. Was? Ach ja, du weißt ja gar nicht, dass es da ist. Genau. Das ja. Hat mir keiner gesagt. Was alle anderen wissen. Ich sehe es nicht, das ist über meinen Blick. Was 90% der anderen wissen und sehen, aber niemand Rainer darauf hingewiesen hat, dass mittlerweile seit 3 Tagen ein Zombie-Auge in seinem Sombrero rumrollt. Und egal wie sehr er rumgehüpft und rumgelaufen und rumgerannt ist um irgendwelche Bäume mit Kron zusammen, der ist nicht rausgefallen. Nun gut. Severa, wie sieht sie denn aus? Doch mit 1,49 etwas kleinerer Mensch. Trägt eine Schuppenrüstung und 2 Langschwerter an den Seiten. Auf dem Rücken kann man erkennen, dass sie für längere Reisen ausgerüstet ist. Auf der linken Wange hat sie eine feine Narbe. Die schwarzen Haare sind aktuell zu einem Zopf zusammengeflochten. Und die dunklen Augen, dunkelbraunen Augen, ich kann nicht mehr reden, gucken eigentlich eher immer so ein bisschen grimmig und forschend.